Hallo und herzlich willkommen hier zum Abenteuer von Luxor. Es geht weiter hier in unserem Wimmelbildspielchen hier, was ich ja sehr interessant finde. Ich finde es gut gemacht, es ist nicht so eintönig, weil es immer wieder aufgelockert ist mit verschiedenen Minigames hier, ne? Gut, was wir jetzt hier allerdings noch nicht hatten, das war, dass das Objekt dargestellt wird. Und ich musste es halt an dem Bild sehen. Also wir haben es immer als Wort dastehen. Das hat man bis jetzt noch nicht, ne? Mal schauen, ob das noch kommt oder ob nicht. Also ist nicht schlimm, aber ja. Weil manchmal hat man so Schwierigkeiten, das Wort umzusetzen in den Gegenstand. Was da gemeint ist an Gegenstand, weil man das irgendwie anders kennt, ne? So, wir gehen mal in den Schneiderraum. Nach der Aufnahme müssen wir schneiden, ne? So, na guck mal an, wie geil. Was war Requisiten hier? Da ist eine Kugel. Das ist noch eine Kugel? Ne, doch nicht. Schade. Hätte das sein können. So, wieder meine Klickrate. Ich habe jetzt geklickt einfach, ne? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, dass man niemals falsch klickt. Eine Zehentänzerin. Weiß nicht, was das ist. Geht auch auf Wasser. Öl? Keine Ahnung. Geht auf Wasser. Korgenzieher? Ja. Könnte was ganz Primitives sein. Einen Kamm wollen sie haben. Hier hätte ich mal einen Ank anzubieten. Hallo? Hier ist das nächste Ank. So, was wollt ihr denn noch? Ein Hammer. Ach nee, nicht schon wieder ein Hammer, bitte. Ich hasse es. Hier eine Schere. Warum nicht eine Schere? Eine Kaffeemaschine. Ja, ist gut. Eine Kaffeemaschine können wir brauchen. Ja. Eine Kiste mit Stiften. Mhm. Hier ist eine Kiste, aber das ist er nicht. Was haben wir noch? Ein Kleeblatt? Vier- oder dreiblättrig? Naja, dreiblättrig. Okay. Ja, es ist halt arg selten. Ich habe tatsächlich auch schon vierblättriges gefunden. Ein Pharao. Also, wenn ich jetzt normale Wiesenklee angucke, ne, da kann mir immer vorkommen, dass du ein vierblättriges findest. Gibt ja auch extra Züchtungen, wo tatsächlich vier Blätter haben. Aber was wollte ich jetzt? Ein Pharao? Ja, was soll ich ein Pharao sein, bitte? Keine Ahnung, ich sehe den nicht. Was? Eine Bürste. Eine Büste, sondern eine Bürste. Schwierig. Eine Kugel brauchen wir noch. Und dann brauchen wir eiskaltes Wasser, bitte. Hä? Nee. Was ist das? Dachte ihr vielleicht, dass wir die Eiswürfel suchen müssen? Hier ist die Stiftebox. Was ist bitte eine Zehntänzerin? Vielleicht ein Insekt, ich weiß es nicht. Geht auch auf Wasser. Ein Amboss hätte mich anzubieten, ein Korkenzieher, ein Kamm. Geht doch mal an das blöde Telefon da, ja. Das war die Bürste, okay, hier ist die Spielkarte. Die ist die nächste Kugel doch. Die Abschuss. Hier ist ein Stift. Da, wo habt ihr den Pharao versteckt? Ich glaube, mal aus dem Schränkel rausholen. Also ich will den sehen. Keine Ahnung. Warte mal, geht auch unter Wasser ein U-Boot? Das ist aber ein Zeppelin, oder? Nein, das ist kein U-Boot. Hier ist ein Fuß. Eine Schlange. Was das wieder sein soll, Leute. Ein Gürtel, oder? Wo habt ihr den Hammer versteckt? Hm.
Und doch die Eiswürfel. Hier ist das Glas. Habt ihr schon eine Korkenzieher gesehen? Also ich nicht. Ah doch, da ist er. Was ist die Tehentänzerin? Was ist das, Leute? Was ist denn das? Hier irgendwas? Ich hab keinen Plan, was das ist. Die hole ich mir jetzt nicht. Was ist eine Zehentänzerin? Ach. Sag doch bitte Ballerina oder Tänzerin oder was auch nicht so Schmann. Zehentänzerin, das weiß doch keiner. Moment, jetzt steht hier. Was soll der Scheiß? Jetzt steht hier Balletttänzer. Ey. Ich werd wahnsinnig. Vorher war da Zehentänzer gestanden. 100%. Nochmal zurück. Also, Mensch. Was soll hier geht auch auf Wasser sein? Was ist das? Ja, der Panzer kann es nicht sein. Der geht unter im Wasser. Oh, wo ist hier ein Kamm? Das ist der Kamm. Jetzt. Nee, doch nicht. Ich dachte, da komme ich da. Das sind doch keine Eiswürfel. Das ist schade. Was ist das? Eine Mikrowelle. Also, wo ist das der komische Hammer? Wo ist der Hammer? Hm. Und der Pharao, oh, ich hab bitte, den habe ich auch noch nicht gesehen. Pap, sag mir mal, wo der Hammer ist. Hä? Ernsthaft? Oh Gott. Also wer den gesehen hat, der schreibt jetzt dringend mal in die Kommentare. Pharao? Oh. Pharao, Pharao, Pharao. Das ist ein Buddha hier zum Beispiel, aber kein Pharao. Das kann man da erkennen, was es ist, aber ja. Geht doch auf Wasser. Was geht denn auch auf Wasser? Keine Ahnung. Ein Fahrrad kann es nicht sein. Keine Ahnung. Der Pharao. Hä? Okay. Das Ding habe ich auch nie gesehen, also wirklich. Ja, ist wieder sehr übel versteckt hier, teilweise die Sachen. Ja, das eiskalte Wasser bitte. Ja, hier steht's, aber ich habe hier nichts, was ich da rein tun kann. Ich wüsste nicht. Da müsste irgendwo Eiswürfel noch liegen. Ich meine, da sind schon welche drin, aber ja, noch mehr Eiswürfel oder so, aber kann die nicht anklicken. Und geht auch auf Wasser. Keine Ahnung, was auf Wasser auch hier geht. Also zumindest nicht das, was ich hier finde. Im Bild. Ja, ich muss mir die Hilfe holen. Tut mir leid, aber... Ein Boot. Ja, was heißt, geht auch auf Wasser? Auf dem Land bringt ein Boot nichts. Da geht's eigentlich nicht. Also von daher. Bin ich bescheuert, die Umschreibung. Das eiskalte Wasser, bitte. Ich weiß nicht, was ich dazu brauche. Bei Eisbox. Irgendwo muss eine Eisschachtel oder was sein. Aber ich sehe kein Eis oder so, wo hier rumliegt. Soda? Warum? Verstehe ich nicht so ganz. Soda-Wasser, ja, gibt's, aber naja. Das war jetzt auch wieder bescheuert. Gott sei Dank gibt's die Hilfe, sonst will ich hier nicht weiterkommen. So, das Büro des Moguls. Solange der Kalif kommt. Sie zwei müssen von der Detektei sein, die ich kontaktiert habe. Ich bin Emilia Erhard. Wie ich schon erzählt habe, war mein Gatte Geschäftsführer dieses Studios, bis er verschwand. Und Kane Hister seine Position übernahm. Ich vermute, dass Hister das Studio missbraucht, um Propagandafilme zu drehen. Moment, Emilia Erhard, die Pilotin? Ah ja, interessant. Finde die exakten Paare. Klicke auf ein Bild eines Gegenstands in der Liste und dann auf das exakte Gegenstand in der Szene. Wie? Was heißt der exakt? Das machen wir doch schon die ganze Zeit. Hier ist ein Fernrohr. Oder ein Fernglas.
Ach so, zweimal. Wieder ein neues Spiel. Also wir brauchen immer die Gegenstücke. Jetzt hat er weiß. Jetzt habe ich es kapiert. Gut, das ist ja schon mal ganz okay. Wir müssen also erstmal rausfinden, was es ist. Und dann müssen wir das Gegenpart finden. Okay. Handabdruck. Da habe ich einen. Hier. So. Ah ja, geht doch. Was willst du denn hier? Also echt. So. Dann Fliege. Naja, ob das jetzt eine Fliege ist, naja. Jetzt als Schleife eigentlich mehr gesehen. Und da, das meine ich halt, ne? Dass es oft anders ist, was ich dann erkenne. So ein Armreif. Hier hätte ich einen Armreif. Wo ist denn das Gegenteil? Warte mal, 3D-Brille sehe ich hier gerade. Die ist easy. Ein grüner Elefant. Ein großer Äugle. Haben wir einen Schmetterling? Ja. Mit Schwalbenschwanz gewesen sein, aber ja. So, wir hatten hier eine Schraube locker. Hier ist zum Beispiel eine Schraube. Hier haben wir da irgendwo eine Gegenschraube. Da ist eine Schraube und da ist eine Schraube. Okay, passt. Sogar das gleiche Quinte. Dann haben wir Glück gehabt. Warte mal, Kranz. Dann haben wir hier einen Kranz und hier einen Kranz. So, hier ist eine große Schere. Und hier ist noch eine Schere. Ein Taschenrechner oder ein Flaschenrechner. Hahaha. Der Wortwitz. Ich weiß, der war schlecht. So, Taschenrechner. Taschenrechner. So, das Armreif. Da habe ich das Gegenteil noch nicht gefunden. Das ist es nicht, oder? Was? Ist der Wut? Oh Gott. Das hat sogar Hollywood verändert. So, warte mal, hier ist es reif. So, dann haben wir noch eine Sonnenuhr. Die ist da und da. Ja, und zum Schluss brauchen wir noch einen Ritter. Der ist hier. Den habe ich mir aufgespart, ganz ehrlich. Ich mag Ritter. Klick, klack, klack, wie ein Blinker. Wo ist denn die Ritterstatue? Hier. Gut gemacht. Keine Hinweise, komm, auf hier. Ja, da war doch kein Hinweis. Ja, Rätsel gelöst, Szene verfügbar und weiter. Keine Hinweise, yo, da kommt's. So, dann gehen wir weiter an den Flughafen. Komm mit mir, ich fliege um die Welt. Du kannst aussteigen, wo immer du willst. Naja, weiß ich nicht, will ich aber nicht. Gepäck. 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 Und Gepäck. Übrigens Gepäck. Hier ist ein Ank. Hier ist nochmal Gepäck. Hier ist noch ein Ank. Ank Airlines. Hallo. Fangen wir ganz klein anzuklicken. Gepäck. Gepäck. Ist das Gepäck? Nee, das ist kein Gepäck. Das ist das Rad. Gepäck. Gepäck. Ja, das war fies getarnt, aber ja. Gepäck. Gepäck. 7-mal brauchen wir noch. Gepäck. Und Gepäck. Nicht zu verwechseln mit Gepäck. Gepäck meine ich natürlich. Ja, oh Mann, da wollte er einen Witz machen und versemmelt. Gepäck. Gepäck. Zweimal brauchen wir noch. Ja, Geschwindigkeitsbonus. Alkheims immer wieder mal. So, jetzt wird es schwierig. Jetzt brauchen wir noch zwei. Wo sind da noch Gepäckstücke? Hier. Und der letzte. Wo ist das letzte? Da. Aha. So, war echt ziemlich easy. Da haben wir es wirklich schnell gemacht. Keine Hinweise. Yo, danke. So, dann Cockpit. Wir haben für alle Spiele 27 Minuten Zeit. Echt jetzt hier. Okay, also für die Episode. Ach, das ist wieder richtig falsch. Das Ank hätte ich immer anzubieten. Dann hätte ich hier noch ein Ank anzubieten. So, dann brauchen wir richtig und falsch. Super, du hast das 3 Gewinn ohne Spiel freigeschaltet. Ja gut, wie gesagt, das ist eigentlich nur Makulatur. Wir brauchen nicht unbedingt so, die Schnalle stimmt nicht.
es sind ja hier geile Piloten, sitzt das sogar hier bei, also zwischen beiden, die Freiheit ist ausgespart. So, da ist die Anzeige nicht da. So, das ist ja auch nicht da, diese Lilie. Der Skarabäus hier ist nicht da, dann diese Mona Lisa hier ist nicht da. Das Vögele ist nicht da. Hallo? Der Fleck ist nicht da. Das Licht hier ist grün und blau. Hallo? Hallo? So, so, da haben wir einen kleinen Sehtest. Zeiger, Zeiger, Zeiger oben. Warte mal, Zeiger so rüber. Dann der Zeiger. Ja, stimmt. 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 Das stimmt auch. Ja, ja. Ja, stimmt alles. Da hätte man natürlich einen Fehler einbauen können, ne? So, weiter geht's. Hier ist was nicht richtig. Da ist der Horizont nicht da auf der einen Seite. Künstlicher Horizont. Ja, es ist ja beim Cockpit meistens alles doppelt vorhanden für den Co-Piloten, dass der halt einfach übernehmen kann. Und hier fehlt eine Anzeige. Das Autopiloten-Dings hier. Ja, ich kenne mich so ein bisschen aus mit Flugzeugen. Steuerruder, hier ist nichts. Was brauchen wir noch? 9. Hier ist der Knopf, ist nicht da. Dann mal die Maus zusammen machen, so. Auch hier, der Hebel ist auch nicht da. Da fehlt das Pedal. Okay, dann fehlt es komplett oder das war einfach zu viel. Interessant. Noch 6 Unterschiede. Ja, jetzt wird schon langsam wieder schwierig. Ah ja, hier fehlt der Zeiger. Hier kann man auch mal gucken, ob der Zeiger verkehrt sind oder so. Ja, sind alle richtig. Alles richtig. Warte mal, hier beim Autopiloten. Ne, das ist alles richtig. Plakettle ist da. Hier. Ah, ne, da ist ein Fehler. Da stimmt was nicht. Ja, hat so ein, was auch immer das ist, gefehlt. Ein Lichtler oder sowas. Dann mal hier. Gut, so ganz akkurat ist es Cockpit auch nicht. Zum Beispiel den Fahrgestellhebel gibt es, glaube ich, nur einmal. Der ist immer hier meistens in der Mitte, dass eigentlich von beiden Enden erreichbar ist, der Hebel. Also ganz stimmt das Cockpit hier nicht. Aber ja, okay. Da wollen wir jetzt nicht drum machen. Hier ist das falsch. Blende hier war verkehrt. Dann haben wir noch 3. Gucken, ob ihr alle Schrauben habt. Ja, da ist eine Schraube locker. So. Hier ist auch eine Schraube locker. Hallo. Danke. So, und jetzt war noch einen Unterschied. Ja, wer wird denn das sein? Wo wird das sein? Da ist doch was falsch, oder? Nee. Okay, nee, sieht man hier nur, das Ganze ist da ein bisschen abgeschnitten. Hätte sein können, oder mal hier oben war ich. Ah, das ist,
Wo ist der letzte? Wo ist der letzte Fehler, Leute? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn absolut nicht. Jetzt haben wir alles durchgeguckt, was da ein Panel und so weiter ist, aber... Auch anzeigentechnisch sehe ich das jetzt gerade nicht. Nee, das passt. Passt alles. Komm, sag mir's, wo ist es denn? Ach, da ist was offen, okay. Alles klar. Hätte man merken können, aber ja. So, Landung oder Absturz. So, das geht jetzt aber schnell, die Landung dann. So, weiter geht's auf die Insel. Ja, sicher. Ich bin der, der nie nach dem Weg fragt. Okay, gut, los geht's. Ein gebrochenes Beinwerkzeug. Ja, eine Krücke vielleicht. Muss mal gucken, wo die ist, aber ja. Was ist Grimms Gegenteil? Hä? Was ist Grimms Gegenteil? Ich habe keine Ahnung, Leute. So, und hier die Angst finden? Ah, hier haben wir einen. Bong. Bong. Was ist hier eine Kappe? Was meint ihr mit einer Kappe? Ich weiß es nicht, was die mit der Kappe meinen. Da haben wir noch einen Filmprojektor. Brauchen wir noch ein Friedenssymbol? Ja, es könnte eine Taube sein, die den Ölzweig in der Kralle hält und so. Oder das? Notizblock brauchen wir auch. Hier ist eine Kugel. Block. Schwierig. Ja. Wikingerhelm. Da. Natürlich wieder total falsch. Aber ja. Sportschuh. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Also auf den Wikingerhelm habe ich gemeint natürlich, ne? So, ein Kamm. Kammermam. Das ist ein Barcode, kein Kamm. Hier ist der Kamm. So, Kugel. Noch eine Kugel. Hier haben wir die Kugel mit dem roten Ding hier. Ein Stoppschild. Stopp. Ja. Also wenn man das nicht sieht, das ist so einfach zu finden, ne? Ein Piratensymbol bauen. Warte mal, wir haben hier einen Schädel gefunden. Und hier sind Knochen. Ja, passt. So, jetzt brauchen wir immer noch hier den Rest hier, wenn wir ausgelassen haben. Die Krücke. Ich habe noch keine Krücke gefunden. Hier hätte ich zum Beispiel so ein Schwertchen, so ein schönes, scharfes. Habt ihr schon eine Krücke gesehen? Also ich nicht. Was ist Grimms Gegenteil? Ich weiß es nicht, ich komme da nicht drauf. Was ist das? Ich kenne Gebrüder Grimm, aber keine Ahnung. Eine Kappe. Ja, so eine Baseball-Cabby oder was ist da gemeint mit? Das ist ein Stuhl? Und das, nee, das zählt nicht. Das wäre ja ein Hut oder irgendwas, aber eine Kappe. Ah, also doch so eine Baseball-Cabby. Ein Filmprojektor, ja, der darf doch eigentlich nicht so klein sein. Das ist kein Filmprojektor. Hm. Hallo? Also, jetzt sag mir mal, was ist das Grimms Gegenteil? Ein Smiley. Okay, ein lachender Smiley. Ja, sorry, nee, damit kann ich echt nichts anzufangen. Bin ich wahrscheinlich schon zu alt oder keine Ahnung. Also, der Filmprojektor, der müsste eigentlich noch zu finden sein. Die Krücke.
meine, ich weiß, was es ist, aber ich finde es nicht, ne? Ich sehe es nicht. Hier ist die Krücke. So, wo ist jetzt der Filmprojektor? Der dürfte eigentlich ja auch nicht so klein sein, dass man nicht sieht. Seht ihr hier einen Projektor? U-Boot, ja. Schaut nicht echt aus. Kabel. Das ist ein Geschenk. Ich habe jetzt gedacht, das wäre Film da oben drauf oder so. Ich denke halt jetzt beim Filmprojektor, das ist so ein Ding hier. Ah ja, da unten ist er. Ja, so der Art habe ich mir jetzt vorgestellt. Genau. So, weiter geht's. Ah ja, wir sind wieder so weit, dass das Scarabeus kommt. So, und weiter geht's. Was haben wir denn jetzt für ein Spielzeug? Umkehren. Zwingt Skarabäen und Kugeln für kurze Zeit in den Rückwärtsgang. Okay, in den Rückwärtsgang. Bam. Naja, gut. Das war jetzt nicht notwendig. Da haben wir noch einen Stopper. Passt jetzt nicht. Ah, Mist, da komme ich jetzt nicht dran. Muss ich warten. So, einmal. Grün. Warte mal. Grün. Passt mir gerade nicht. Ah, jetzt weiß ich auch, wie das da gemeint ist mit dem Wechsel hier. Grün, gelb, schwarz, grün. So, mach mal ein bisschen langsamer, du bist mir zu schnell, du komischer. Ja, Mist. Machen wir da noch was rein. Machen wir da noch rein. Ah. Stopp. Ah, perfekt. Geschafft. Ja, eins habe ich wieder fallen lassen. Yes. Gut gemacht. Die Flügel von Easy's Schatzkiste. Ja, da haben wir die dritte Episode auch abgeschlossen. Sehr schön. Ja, jetzt sieht das ein bisschen besser aus, ne? Geschwindigkeitsbonus 13 mal 1000er bekommen. Tippbonus 15.000. Ich weiß nicht, was der Tippbonus ist. Na gut, das andere ist klar. Zeitbonus ein bisschen haben wir noch öfter Uhr gehabt. Ein Artefaktebonus. Jo, wo die Episodenpunkte, vorige Punkte, Gesamtpunkte, jo, und das wird addiert, das wird immer mehr Punkte, am Ende haben wir dann hier Milliarden Punkte oder sowas dann. Gut, dann machen wir mal fortsetzen. Ja, ich werde auch gleich mal hier schon mal reinlinsen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Was zur Hölle, was ist denn das? Was? Entferne alle Teile, indem du sie passend miteinander kombinierst. Ah ja, okay. Was passt denn wie? Hier, Zange. Schrauben. Ah ne, das ist oben dran. Ja, und Schnelligkeitsbonus, wenn man schnell genug ist. Das kann ich relativ fix. Das geht einfach. Das ist wie Memory. Du hast aufgedeckt. Hallo? Ach, das ist erst. Ja, da meinetwegen. Brille. Delete. Schuhe. Maus geht jetzt noch nicht. Aber jetzt. Und dann halt.
War easy. Kosten 1773, okay. Ja, aber hier machen wir jetzt dann mal Halt. Das ist ein schönes Schiff, ey. Ja, könnte eine Kurke sein. Naja, ich sage jetzt mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Lego. Bye, bye.